Früher war das mal ein großer Feiertag. Doch jetzt weiß kaum einer mehr darum. Der 26. Juli ist der Gedenktag von Anna und Joachim, den Eltern von Maria, den Großeltern von Jesus. Und deshalb lade ich Sie, liebe Zuhörer und Zuschauer aus dem Mainbogen und Sie, liebe Gäste, ein, diesen Sonntag heute zu einem Festtag für die Großeltern zu machen. Zuerst einmal aber noch zurück zu Anna und Joachim. Sie sind keine biblischen Heiligen. Erst in einer späteren Schrift, die nicht in die Bibel aufgenommen wurde, werden sie erwähnt. Da geht es um die Geburt Mariens, die ebenso außergewöhnlich ist wie im Alten Testament die Geburt Isaaks oder dann später eben im Neuen Testament die Geburt Jesu. Doch wie so oft ist das auch gar nicht das Entscheidende, sondern welche Wirkung diese Geschichte letztlich hat. Und im Lauf der Geschichte hat Anna, die Großmutter Jesu, Karriere gemacht. Im Spätmittelalter war die Darstellung der Anna Selbtritt sehr beliebt. Anna sitzt auf einem Thron, auf einem Knie ihr Kind Maria, auf dem anderen Knie ihr Enkelkind Jesus. Deshalb lade ich Sie heute hierher an diesen Brunnen in Goxheim ein. Der Künstler hat tanzend um die Linde drei Paare dargestellt. Das ist für unsere drei Dörfer Sennfeld, Goxheim, Schwebheim, in denen die Plankirchweih noch so gepflegt wird, ganz wichtig. Ich denke, er hat sich sehr wohl überlegt, dass er da verschiedene Lebensalter zusammengestellt hat. Für mich ist es heute ein Denkmal für die Großeltern. Und das, was sie in unseren Familien, in unserer Gesellschaft tun. Gerade in diesen vergangenen 1,5 Jahren haben wir erlebt, und vielleicht viel intensiver erlebt, wie wichtig das ist. In unseren Kindertagesstätten und als auch in vielen Erzählungen habe ich gehört, dass viele Eltern ohne die Hilfe ihrer Eltern, also den Großeltern der Kinder, in den Zeiten des Lockdowns aufgeschmissen gewesen wären. Die Großeltern waren oft der letzte Anker, wenn die Betreuung der Kinder und der Beruf einfach nicht mehr übereinzubringen waren. Selbst wenn sie noch berufstätig waren, haben doch viele Großeltern oft genug noch Mittel und Möglichkeit gefunden, die Enkelkinder zu nehmen, sie in die Kita zu bringen, sie von dort zu holen, einfach für sie da zu sein. Schwierig hatten es tatsächlich die Familien, die kein größeres familiäres Umfeld hier um sich haben. Außerdem erlebe ich da auch immer ein wunderbares Phänomen. Die Kinder können zu ihren Großeltern ein hervorragendes Verhältnis aufbauen. Das liegt wohl auch daran, dass die Großeltern nicht zu streng zu sein brauchen, so wie es die Eltern halt nun einmal sein müssen. Aber ich denke, es hat auch damit zu tun, dass die Großeltern und die Kinder einen ähnlichen Lebensrhythmus haben, anders als die Eltern. Da ist mehr Zeit zum Verweilen, zum Staunen, zum Quatsch miteinander machen. Das tut beiden gut, den Kindern und den Großeltern. Das Dritte, das mir da in den Sinn kommt, ist der Generationenvertrag. In der Rentendebatte zurzeit wird er ja öfters bemüht. Und da habe ich den Eindruck, dass er in Frage gestellt wird. Können die immer weniger Jungen, die immer mehr werdenden Älteren wirklich noch finanziell tragen? Das ist die eine Seite des Generationenvertrags. Doch er hat eben auch diese andere, inhaltliche Seite. Das gegenseitige Helfen, das Verständnis füreinander, die gemeinsame Sorge um den Nachwuchs. Bei jeder Taufe wird übrigens auch danach gefragt, ob jeder seinen Teil übernehmen will, dass die Kinder den Raum zum Heranwachsen haben. Zuerst die Eltern, dann die Paten und schließlich die ganze Familie mit Großeltern, Tanten und Onkeln. Kehren wir zurück zu Joachim und Anna und zu unserem Brunnen hier. Ich denke, diese Darstellung hier und auch die Wertschätzung für die Großeltern Jesu im Lauf der Geschichte hat etwas genau mit diesen Erfahrungen zu tun. Man braucht einander, man lernt voneinander
Man kann gemeinsam Aufgaben meistern, jung und alt, Großeltern und Eltern, als Familie gemeinsam. Und das hat natürlich viel mit Anerkennung dieser Leistungen als Eltern und Großeltern zu tun und mit Wertschätzung dafür. Aber dieser Brunnen und auch der Gedenktag von Anna und Joachim sagen mir, dass das Wissen darum und die Bereitschaft dafür auch heute da sind. Vielleicht sind die kommenden Tage und Wochen, in denen für die, die sonst arbeiten müssen, etwas mehr freie Zeit da ist, eine gute Gelegenheit, das sich auch gegenseitig zu zeigen. Bei einem Besuch, mit einer Einladung zum Essen am Sonntag, bei einer gemeinsamen Aktion von Eltern, Kindern und Großeltern. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und natürlich gute Ferien und hoffentlich auch Urlaubstage.